Wie kannst du eigentlich du auf Leute zugehen und auf Frauen zugehen, wenn du so ein bisschen nervös wirst, wenn du jetzt jemanden siehst, jemanden fremd und so denkst, ja, was könnte jetzt eine gute Art sein? Der Anmachspruch zieht irgendwie nicht. Wenn ich jetzt super ehrlich bin und irgendwie ein Kompliment mache, zieht es irgendwie auch nicht. Dann gibt es eine andere Möglichkeit. Heisst, Gesprächsstoff ist ein Spiel. Es gibt ganz verschiedene Fragen. Ich bin mal auf verschiedene Leute zugegangen und habe denen die Möglichkeit gegeben, um so Fragen zu ziehen. Und ich sehe jetzt gerade das Resultat davon. Ich würde sagen, let's go! Ich bin hier mit der Madeleine. Und der Angela. Merlin. Juli. Vincent. Chiara. Und der Louise. Café de Paris. Also, ich bin da mit dem Mr. Café de Paris. Andrea. Josh. Fee. Und Marina. Isabella. Freut mich. Hallo Isabella. Du darfst gerne hier Karten ziehen und nachher darauf eingehen. Vor welchen Dingen hast du Angst, auch wenn du genau weißt, dass es eigentlich gar keinen Grund zum Fürchten gibt? Oder ist einfach Spinnen? Darf ich jetzt Karten ziehen? Ja. Ja. Was ist dir wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Wollen wir jetzt beide beantworten? Ich könnte es beide beantworten oder jeder einzeln? Ja, also mir ist Freiheit wichtiger. Weil ich denke, mit Freiheit hat man auch eine gewisse Sicherheit, dass man so wie es ein Leben lebt, wie man das machen will. Ja. Ich finde das auch. Ich habe das irgendwie auch jetzt im letzten halben Jahr echt voll gemerkt. Was ist das Seltsamste oder Exotischste, das du je gegessen hast? Also ich habe schon Känguru gehabt, Krokodil. Finde ich aber alles nicht so wahnsinnig exotisch. Was würdest du gerne probieren? Exotisch? Was ich mal würde probieren? Aha, ja, Insekten. Ah, stimmt, ja, ich habe schon mal eine Heuschrecke grilliert. Das war vielleicht das Exotischste. Aha. Ich frage sonst noch schnell die Pizza, sie bleibt ja anonym. Was ist so das Exotischste, das du schon auf dir drauf gehabt hast? Salami. Und Pilz und... Käse? Ja, Käse ist super. Mehr Käse, mehr gut. Wenn deine Freunde deine negativsten Charaktereigenschaften aufzählen sollten, welche wären das? Manchmal bin ich nicht so gut mit den Zeitplanungen. Ich frage mal anders, was ist denn eine von deinen positiven Eigenschaften? Meine Kreativität, dass ich oft sehr einfach im Fluss reinkommen kann und anderen auch eine gute Stimmung weitergeben kann, wenn es ihnen schlecht geht. Ja, ich mag das auch sehr, wie schnell ich von 0 auf 100 plötzlich mega viel Energie haben kann, um aktiv zu sein und irgendetwas zu machen, wenn ich einen Zweck dahinter sehe. Gesetzt den Fall, du könntest für den Rest des Lebens nur noch einen Song hören. Welcher wäre das? Skandal im Schwerbezirk. Wirklich? Ja, finde das super. So geil. Okay. Das heißt, du stehst generell so auf so Songs, DJ-Songs nein, und so? Das, nein, überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass ich mal in der Olma-Halle gearbeitet habe. Oh. Und dort ist aber während der Olma ist immer der gleiche Song gekommen. Und ich muss sagen, irgendwann ist er einfach geblieben. Ich frage dich jetzt nicht, ob du dich kannst vorsingen. Nein, bitte nicht. Ich bin nicht gut in dem. Und deswegen, ich werde auch nicht vorsingen. Nein, ganz sicher nicht. Angenommen, du würdest mit einem exakten Klon deiner selbst zu Abend essen. Glaubst du, ihr würdet eure Gesellschaft genießen? Das ist eine gute Frage. Klar. Logisch. Ja, ich denke schon. Also ich esse sehr gern. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Was am liebsten? Am liebsten ist sie asiatisch, japanisch. Willst du deinen Klon auch ausreden lassen oder willst du die ganze Zeit selber reden? Ich würde ihn ausreden lassen, natürlich. Ich würde zulassen, was er meint zu diesem super Gericht. Also das ist meine Karte, weil ich bin ein Foodie von Kopf bis Fuß. Super, haben wir extra so vorbereitet für dich. Dann darfst du noch eine ziehen. Was macht dich so richtig wütend? Oh. Es ist eigentlich schwierig, weil ich ein sehr positiver Mensch bin. Mhm. Und eigentlich macht mich wirklich nichts wütend. Das kannst du die ganze Zeit machen. Wirklich? Oh, gibt es deiner Meinung nach Dinge, über die man keine Witze machen soll? Also, eigentlich irgendwie nicht. Es ist vielleicht ein bisschen, es gibt Themen, die sind kritisch, aber ich finde jetzt eigentlich, es kommt halt darauf an, in welchem Rahmen. Jetzt mit meinen Kollegen mache ich Witze über alles. Dann, aber Blondinen, wie du da hinten Blondinen hast? Ja, Blondinenwitze sind ja nichts Schlimmes.
Wenn du in einigen Jahren auf dein Leben zurückblickst, was glaubst du, wirst du am meisten bedauern? Nichts. Nichts? Nein. Gar nicht? Nein. Dass du vielleicht zu wenig Gelati gegessen hast? Nein, du bist ja aus dem Tessin, oder? Ja. Nichts. Nein, nichts. Gar nicht. Nein. Bist happy mit dem, so wie es war? Ja, ja. Super. Und was ist in dem Fall eines der Highlights für das letzte Jahr für dich? Was ist etwas, wo du gesagt hast, da habe ich mich genau richtig entschieden? Hier in Zürich zu kommen. Willst du auch noch vorlesen? Ja. Bei mir steht, glaubst du, dass wir jemals den Weltfrieden erleben werden? Jetzt wird's spannend. Meine Meinung, jetzt, wie die heutige Zeit ist, sage ich jetzt mal nicht. Nein, ich glaube es nicht. Was findest du, ist vielleicht für die Zuschauer etwas Wichtiges, was sie deiner Meinung nach machen sollten, damit es friedlicher in dieser Welt wird geben? Ich finde einfach, man soll tolerieren, man soll teilen, man soll miteinander menschlich umgehen, ja, und auch respektieren, weil jeder Mensch hat das Recht, auf dieser Welt zu leben. Mhm. Was wirst du am Verhalten des anderen Geschlechtes wohl niemals begreifen? Oh, jetzt. Nichts Falsches sagen. Ja, ich stört mich nichts. Nein, nein, nicht, dass sich stört. Ich bin zufrieden. Wenn du dein Alter nach Belieben verändern könntest, wärst du dann älter, jünger oder im jetzigen Alter? Ich muss sagen, ich finde eigentlich mein Alter gerade recht cool. Ich finde dich auch cool. Danke. Nein, ich muss ehrlich sein, ich will nicht mehr 18 sein oder 20. Das hast du mit 18 so schlimm gemacht? Nein. Ja, man wird älter und weiser. Ja, nein. Ja. Nein, aber ich finde es wirklich cool. Also, wie du jetzt gesehen hast, so eine Möglichkeit wie die Karte könnte wirklich sehr gut helfen, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wenn du das dich noch nicht getraust, dann probier es mal mit Kollegen, mit guten Freunden aus. Tu mal mit denen das Spiel spielen. Ich tue unten dran verlinken, wo du das Spiel kannst holen. Noch als Tipp, wenn das auch für dich noch zu weit ist, dann kannst du es auch mal für dich selber. Kannst auch mal selber durch die Fragen durchgehen. Ich finde, es sind gute Fragen. Das sind Fragen, die du auch später, zum Beispiel bei einem Date oder wenn du sonst irgendjemanden kennenlernst, kannst fragen. Und wie du vielleicht eines gemerkt hast, bei den einzelnen Interviews, bei den einzelnen Leuten, die ich interviewt habe, ich habe ihm wieder mal eine Folgefrage gestellt. Also wenn ich jetzt irgendeine Karte da ziehe, ich ziehe jetzt irgendeine, bist du der Meinung, dass die DNA eines jeden Neugeborenen in einer Datenbank erfasst werden sollte? Also da wäre wieder die Frage, wie viele Daten soll ich wirklich preisgeben und was mit diesen Daten gemacht wird. Aber bist du eher dafür oder dagegen? Eher dagegen. Und warum bist du dann eher dagegen? Ich frage mich, für was brauchen die Daten und für welchen Zweck. Aber heute leben wir in einer Gesellschaft, wo man eh viel zu viel preisgibt und Anonymität nicht mehr so gefragt ist. Das heisst, für dich ist in dem Fall Datenschutz ein wichtiges Thema? Absolut, ja. Warum denn? Also ihr merkt, das Gespräch kann immer weitergehen. Das sind die sogenannten offenen Fragen. Ich verlinke da unten auch noch ein Video, verlinken, wo ihr den Unterschied herausfindet von offenen und geschlossenen Fragen. Und du siehst, so kann das Gespräch eigentlich immer weitergehen. Und wenn du dich jetzt gefragt hast, wer eigentlich der da ist, das ist der Daniel. Der Daniel ist auch Flirtcoach und Kommunikationscoach. Ich verlinke auch noch das. Verlinken. Wir haben zusammen, du bist Kameramann in meinem Video, außer jetzt in dem Moment. Und umgekehrt, bin ich Kameramann in deinem Video. Und wenn ihr wollt, ein Video gesehen von ihm, wo er auf verschiedene Leute zugegangen ist und gefragt hat, wie die Schweizer so drauf sind, vor allem in Bezug auf Kommunikation, Flirten, dann kann ich euch empfehlen, schaut in das Video rein. Das ist auch da unten verlinkt. Okay, das war es. Ich wünsche dir viel Spass beim Ausprobieren von dem und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.